Ja, die Theorie des Praktischen ist einfach so entstanden bei mir, dass ich ursprünglich über Körpertechnologisierung im Sport ein Habilitationsprojekt geschrieben habe. Und ich musste dann irgendwann dazu kommen, im Laufe der Arbeit zu sagen, ja, was ist denn eigentlich der existenzielle Grund von Sport? Und da habe ich mir alle möglichen Definitionen von Sport angeguckt und war höchst unzufrieden, weil die im Grunde den Sport dann immer über bestimmte Sportarten, über bestimmte Regelkataloge definierten. Das erklärt aber nicht die Faszination, die vom Sport für die Menschen ausgeht, denn Faktum ist, nach 1900 ist der Sport zu einer Zivilreligion in unserer Gesellschaft geworden, verbunden mit einer Renaissance des Körperkultes. Und da kam ich auf die Idee, das Rauschhafte ist das Faszinierende. Die Freisetzung der Emotionen ist das Faszinierende am Sport. Und da bot sich ein Begriff aus der Sprachtheorie an von Karl Bühler, der heißt empraktisch. Und so habe ich dann diesen Begriff aufgenommen und ihn von der Sprachtheorie abgelöst und dann körperanalytisch geöffnet. Also, dass man auch leibgebundenes körperliches Handeln damit zur Sprache bringen kann, das überhaupt nicht an verbalsprachliche Systeme, das ist der Trick, gebunden ist. Also auch viele unserer verbalsprachlichen Systeme funktionieren ja höchst nonverbal über Gestik, Mimik. Das kann man alles mit dem Empraktischen gut zur Sprache bringen. Und ich wollte das dann sozusagen als die Grundschicht des Sporttreibens definieren. Das habe ich dann vor Studenten einfach vorgetragen, meine Überlegungen. Und da gab es dann andere Studenten, die ursprünglich überhaupt nichts mit Sport, insbesondere mit Hochleistungssport, am Hut hatten. Die konnten damit aber was in der Ästhetik anfangen. Das war überhaupt nicht mein Anliegen, mich irgendwie da jetzt auf die Kunst zu spezialisieren, sondern mein Anliegen war erstmal nur Sport zu erklären. Und dann machte ich die Erfahrung, dass andere mit diesen Begriffen für ihr Tätigkeitsfeld etwas anfangen konnten, um zum Beispiel zu erklären, wie funktioniert ein künstlerischer Prozess? Ist er hochgradig rational gesteuert? Kann ich einen genialen Schriftsteller erziehen an einem Literaturinstitut? Kann ich einen Picasso züchten? Kann ich als Filmemacher einen genialen Blick mir antrainieren? Oder ist das irrational oder hat er ein bestimmtes Auge oder hat der Musiker eben ein besonderes Ohr, das er eben hat oder nicht hat? Und da bot sich einfach für diese jungen Leute eine Möglichkeit an, die Probleme, die man zum Beispiel mit der Genieästhetik hat, modern zu formulieren und zu reformulieren, zur Sprache zu bringen. Also ist dann meinetwegen ein moderner Künstler vielleicht nur einer, der den Formenkanon nicht kann. Ist er in Wahrheit ein Dilettant? Ja? Und selbst wenn er es ist, ist dieser Dilettantismus nicht Bestandteil von Genialität. Also, dass jemand, der nicht die Regeln beherrscht, vielleicht dadurch ganz neue Regeln schafft. Also, wie entsteht zum Beispiel künstlerisches Wissen? Das konnte man dann zur Sprache bringen und Schritt für Schritt Thematisierungen finden und jenseits der traditionellen Handlungstheorien oder der traditionellen ästhetischen Theorien, die ja eben stark wissenschaftslastig sind. Und da muss man eben sagen, Sportwissenschaft oder Kunstwissenschaft denkt nicht. Also was ich in sportwissenschaftlichen Lehrbüchern oder kunstwissenschaftlichen Fibeln finden kann, ist eben oftmals nicht Sport oder Kunst. Und das hört jeder Künstler und Sportler sagen, weil sie wissen, es funktioniert anders. Und diese Andersfunktionalität einzufangen, das kann man anscheinend mit dem Empraktischen. So ist das Konzept entstanden. Und dann kam hinzu, dass es eben in den letzten 15 Jahren im Grunde in der Neurobiologie, in der Neurophysiologie Entwicklungen gab, mit denen man Gefühle ganz neu zur Sprache bringen konnte und wir daraus wieder dann Material nehmen konnten, unser theoretisches Repertoire zu verfeinern. So einfach ist das entstanden. Also es ist einfach Schritt für Schritt ausgebaut worden.
von einer Idee her, die bei Karl Bühler sehr abstrakt ist. Bei Karl Bühler ist das ein praktische, erstmal eine ganz dürre Idee, wo er eben sagt, also dass vernünftiges Reden nicht darauf zu reduzieren ist, dass ich mich immer in hochkomplexen Aussagesätzen ausdrücke, sondern dass, wenn ich in einen Kaffee komme und sage, einen schwarzen, dass das eine sehr reduzierte Sprechweise zwar ist, aber gleichzeitig eine ganz komplexe Handlungsweise. Und das ist ja ein ganz wichtiges Problem, zum Beispiel in unserer ikonografischen Welt, wo wir ja hochkomplexe Handlungsabläufe nach ganz primitiven Zeichen vollziehen. Und das kann ich alles mit dem Empraktischen rekonstruieren, ohne dass ich alte Theorien einfach unkritisch reproduzieren muss, die auch viele Nachteile haben, weil sie methodisch nicht so kontrolliert sind, sondern nur zur Sprache bringen, dass Genialität anders funktioniert. Aber wenn man dann in der Genieästhetik nachguckt, was macht das Genie zum Genie, ist oft wenig Erklärungspotenzial da. Und da ein paar Schritte weitergekommen zu sein, im Mosaik noch ein Steinchen mehr eingefügt zu haben, denke ich, ist schon ein Fortschritt. Also der Fortschritt ist, Artikulationsfähigkeit zu entwickeln in Bezug auf künstlerisches, sportives, menschliches Handeln insgesamt, was sich bisher der Sprache entzog. Das ist die Aufgabe von Philosophie, also sozusagen das Implizite zu explizieren. Das, was wir immer je schon tun, zur Sprache zu bringen. Und ich denke, das ist eine große kulturelle Leistung, wenn man da einen kleinen Schritt vorwärts kommt. Es geht nicht um Riesensprünge, nur ganz kleine, elementare Schritte.